hörten im Flur noch die Wolkenstoß mit der Überjardine, die sind... Dreckig, die müssen uns die Wäsche wählen. Das geht dich ja nichts an, die kannst du ja auch haben, ne? Oh, Gretchen, komm, lass uns doch mal in Ruhe über alles sprechen. Mit dir spreche ich nur noch über meinen Anwalt. Und ein anderer kannst du ja mit dem Schreibmaschinenfräulein besprechen, ne? Oder mit dem Fräulein Peggy. Mit wem? Ich hab gesagt, mit dir spreche ich nicht mehr. Und wenn du es wagen solltest, mit deinem Harem hier reinzuziehen, dann werfe ich hier einen Molotow-Cocktail. Wenn der Geld oder Bund, wenn man fließig ist, dann kommen die anderen Weiber rein und machen die Rumpen. Und ja, das ist für eine Gegnerteste. Herz! 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 Ja, das Herz! 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 Hast du dir nichts zu sagen? Nach 20 Jahren glücklicher Ehe! Sag mal, was schreist du hier rum? Du wirfst mir die 20 Jahre vor. Du, gerade du. Und dann merkt man eins, ja? Wer schreit, hat Unrecht! Ich sehe schon. Ja, ja, ja. Mit dir kann man nicht wirklich nicht sprechen. Jawohl, mit mir kannst du auch nicht besprechen. So, und neue, da kriegst du Freimann auf der Buch geklebt. Und da kannst du hingehen, wo du hergekommen bist. Nur Rindro. Von mir aus nach Persien. Oh, der Perserteppich hat mich ein Perserteppich. Und vergiss nicht die Afrika, wo der Henkeler ist. Mit dir spreche ich nicht. Und deine falsche Willen und den Glockenwickler und der Kammerpott. Bah. Was bist du, ordinär? Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Engel. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, gehen Sie schlafen, Fräulein Rosenbaum. Das ist das Beste, was Sie tun können. Sonst kriegen Sie Runzeln. Und Runzeln machen alt. Das ist es. Ich bin ihm zu alt. Und diesem Mann habe ich die besten Jahre meines Lebens geopfert. Jetzt du, dann nimm dich du an mit der Ampermark, die du den nebenbei verdienst, wenn du uns oben eine Hutzig oder oben ein Kind spielst, ne? Schmutzelette, so ja, aber noch Beerdigung. Ja, ja, wenn das so wieder geht, dann spielst du bald auf meiner Beerdigung, ne? Ach, sag doch, so jetzt nicht. Ja, ja, und auf Dinge hin, ne? Ja, dann hätte die Sorge endlich ein Eng. Ja. Da wir ja dabei sind. Hier ist ein Brief für dich angekommen. Wie ein Brief für mich? Erzählst du mir das jetzt? Ja. Hast du etwa den ganzen Ziegen der Butze? Der schon vom Platzbach, vom Hausbesitzer. Was will die Zuckerplatte natürlich? Will der mich mit oder was? Ah ja, so ihr dänisches Wetter da wohl drin. Der kriegt auch nie den Hals voll. Ne? Ich meinte jetzt anders, das sind die Kanadierbüren, ne? Das ist der Kamin, Zweier, ne? Dann ist es die Fassadenrenovierung, Straßenreinigung, ach du Lebe, immer haben die jetzt. Gloria, was hast du dann? Du bist ja ganz wies im Gesicht. Im Platzbach hat mich gekündigt. Zwei Wochen liegst du mit dem Kind auf der Straße. Hast du dann den Miet nicht bezahlt? Doch, immer so schwer, wenn er so fehlt. Der Platzbach hat das Haus verkauft, ist das soll abgerissen werden. Ja, warum dann abgerissen? Das ist doch noch ganz gut in Schuss. Ja, ich traue an die Gesellschaft, die das Haus gekauft hat. Ich kann das nicht gebrochen.
Ja, warum kauft ihr das dann? Das ist der Gegend um das Grundstück, ne? Und ich muss ja auch jetzt für zu spekulieren haben, ne? Und warum? Ach, du fröseligen Tochter, du. Geh zurück die Brüche, das. Und dafür musst du auf der Straße. Was willst du ja machen, ne? Wenn man alt ist und arm, kann man sich so schwer wehren, ne? Gloria, komm, Dreck bei mich. Ich habe doch diese herrliche 1,5-Zimmer-Wohnung. Du hast mir gut einmal erzählt, wie ihr dünnt am Haus. Mein Fürst ist nichts mehr wert. Mein Gesicht ist nicht schön. Deine Gemahlin. Sanz Victor, was ist hier bei dir im Eisschranke? Du warst doch nicht etwa in diesem Raum, was wolltest du da? Bier kannst stellen für die Hutzige, da hast die Frau gesehen, ne? Ich habe doch jedem verboten, diesen Raum zu betreten. Da kannst du mich nicht drum kümmern, Bier muss kalt sein. Oder willst du vielleicht dir zuliebe, dass die Königin sie ihre Kitt, sie gewärmt kalt in der Haus? Geht das nicht, so geht das nicht. Ja, so geht das noch nicht. Schau von dem Streit der Polizei an. Nein, das tust du nicht. Ich sage dir, Herr, du nicht auf dem Telefon. Dunsen davon. Oder du kriegst von mir ein Juh, dass du hier über der Schreibtisch stirbst. Ich habe dieses Mädchen nicht umgebracht. Du, wer dann, hä? Niemand. Ich habe sie in jahrelanger mühsamer Arbeit erschaffen. So, und wie das, hä? Sie ist das Produkt meines Geistes und meiner Fantasie. Meine Vorbilder waren die schönsten Frauen der Weltgeschichte. Mona Lisa, Kleopatra, die schöne Helena von Troja. Gloria Gloria. Du hast mich vergessen. Deine Ironie ist unpassend. Über 15 Jahre habe ich daran gearbeitet. Aus diesem Grund habe ich diese Maschine konstruiert. Ich wollte einen Menschen erschaffen. Verstehst du das? Oh ja, einen Menschen erschaffen, verstehe ich schon. Und 15 Jahre hast du dafür gebraucht. Ja. 15 Jahre, Tag und Nacht. Hm. Mein Vater gut, das Flück. Wie? Ja, und liebe Vater. Meine liebe Gloria, so lässt sich das nicht vergleichen. Wie dann? Diese Methode ist äußerst kompliziert. Ja, ja, ja. Du warst schon immer ein bisschen ausumständlich. Victor, ich sage dir, wenn du die Methode genommen hättest, die man auch kenne, hättest du jetzt auch bei der Tiger dir. Es geht mir nicht um die Methode. Diese Methode ist aber äußerst beliebt. Es geht mir um die Vollkommenheit des Produktes. Und so etwas will ich nicht einfach der Natur oder dem Zufall überlassen. Ach, liebe Junge, nimm dich doch nicht so wichtig. Eine solche Sache kann man gar nicht wichtig genug nehmen. Man kann bei der Zeugung eines Menschen gewisse Dinge im Voraus berechnen. Man kann das Wissen aller Großen, die vor uns gelebt haben, diese Menschen bei der Zeugung schon eingeben. Man kann sein Sprachzentrum so beeinflussen, dass er bei der Geburt schon mehrere Sprachen spricht. Ja, es wäre sogar möglich, dass er schon mit einem Ingenieurdiplom auf die Welt kommt. Und dann muss der derem Kind direkt auf der Baustelle arbeiten. Natürlich nicht, aber es hat das wie Wissen. Wie wir das Ganze alles im Voraus abchecken? Ja. Bei der Zeugung? Gewiss das. Rechne, Sprache, Lehre, Plane. Sicher das. Ja, sicher das. Bei der Zeugung? Ja. Ein heiterer Abend wirst das aber nicht. Sicher ja, liebe Gloria, verbringe einen heiteren Abend. Und setze Kinder in die Welt, die krank, deformiert und Gott weiß was sonst sind. Mein Erzeugnis dagegen ist perfekt. Dieser Frau fehlt nur noch die Hauptsache, das Herz. Siehste. Aber sie steht vor der Vollendung. In Leiden befindet sich ein junger Mann, der infolge eines Verkehrsunfalls nicht mehr lange lebensfähig ist. Und dessen Herz... Willst du hier der Super verarschen, du umständlich? Sag, das hätte man nicht nur jetzt von Mona Lisa.
Das hätte noch jetzt vom Helga Feddersen. Wieso? Das ist genauso verdrüsch. Deine Ansichten über Anatomie sind wissenschaftlich wirklich nicht vertretbar. Da weiß ich besser Bescheid. Denn zur Belebung eines bisher ungelebten Körpers braucht man lediglich das Blut einer Jungfrau. Ach, das Blut einer Jungfrau musst du? Ja. Und dafür musst du mich mitzahlen, ne? Dass auf Naturmethode hergestellt wurde ist, Herr Zauberkünstler von der Kirmes, he? Das tangiert mich nicht. Paracelsus und Dr. Faustus kamen auch vom Jahrmarkt. Ja, ja, da war es schön, dass du wieder dahin küsst, ja. Mir jedenfalls kannst du zernachen, da, ja. Mit Kindern opfer ich dir nicht, ja. Wär doch nicht gleich dramatisch. Ich will sie ja nicht umbringen. Ich will doch nur ihr Blut. Sie bekommt Nahrung, die stark blutbildend ist. Und einer jungen Frau mit der Gesundheit deiner Tochter kann doch eine Bluttransfusion überhaupt nicht schaden. Nee, da verlasse ich mich nicht drum. Da. Nur Emmes, da. Bei dem da hess ich ja auch verdammt. Du kannst mir hier erzählen, was du willst. Ich traue dir nicht, Junge, ich traue dir nicht. Na gut, du traust mir nicht, ich werde es noch überleben. Aber du traust mir doch so viel an Verstand zu, dass ich die Kuh, die ich melken will, nicht schlachten werde. Oh, Victor. Damit der Kuh, ne? Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, Victor. Ja, Ärmlück, ne? Ärmlück sind Kuh. Ärmlück Töchter. Das sind für mich nicht wie Kuh, ne? Ärmlück sind Kuh. Für so ein Blödtroller da wie ich. Mein Dachter, das ist kein Kuh, Victor, ne? Mein Dachter ist eine richtige, lebendige Mensch, ja. Ein bisschen wie Achtung für den Mensch, Herr Victor Frankenstein, ja. Ich habe Achtung vor den Menschen und deswegen... Mensch, mich schwatzt du nicht, Jack. Ich will das nicht, ne? Deine Logik ist umwerfend. Ich will das nicht. Alle Schwiegermütter dieser Erde begründen den Haarsträuben sind Blödsinn mit den schlichten Worten. Ich will das nicht. 80% aller Männer scheitern daran, dass ihre Schwiegermütter schreien, ich will das nicht. Ich kann mir nicht helfen, aber wenn der sich ärgert, tippe, dann ärgert es mich. Das kann doch nicht schocken für die ganze Leben. Und das sind schon vielen Kindern den Mütter fortgestorben. Wenn das so was macht, man doch keine Jux, oder? Das ist doch ja nicht wieder Zahlung mehr an mir hängt. Das ist doch ganz klein, hilflos Mädchen. Kannst du gar nicht helfen. Ist doch noch ein Kind, ist das bei der vornehmen Erziehung, die da genießen. Das ist doch zur Bank für den Wohlhof zu tun, weißt du? Mama führe, Mama hinge, andere Leute haben Sorge mit ihren Kindern. Das Kleid und ich, oh, wir verstehen uns prima, weißt du? Wir lachen auch alles zusammen. Dann kommen wir zusammen, Steinschuss hier. Andere Leute sind froh, wenn die Kinder sind froh, wenn die alle abends vorne sind. Aber das kriegst du nicht. Ach, prima, weißt du. Wir sagen, wir haben doch kein Problem in der Schule. Nee, das sagt, Lehre ist spannend und was ich eben weiß, das kann man keine mehr aufnehmen. Du kennst mich, Salomin, nicht? Du weißt nicht, was das für lieb brav Kindchen ist. Und 17 ist es? Ach ja, du wenn er seine Mutter stirbt, dann bricht doch für dann die Welt zusammen. Ich bin doch der einzige Mensch, der das hätte. Wenn sie so schlau ist wie du sagst, wird sie ja wohl auch drüber kommen. Ach, das hat doch mit Schlauheit nichts zu tun. Kinder müssen doch jetzt Hand und Hand sie glauben können. Und die glaubt an dir so, wie du bist? Ja, und ich glaube ja an das, ne? Das ist, weil ich nie das, was man so Vorbild nennt. Ne? Aber ich war ehrlich, das war ich immer nicht. Ja, bist du dir da ganz sicher? Ach, ja, ich habe noch eins geflogen. Aber nicht für dein Kind, nein. Für mich Salome war ich immer ehrlich. Das hast du nie belogen. Nie. Sag mal, kannst du dir denn noch so an alles erinnern? Ach, an jede Stunde mit meinem Kind erinnere ich mich ja. Sogar an jede Minute, ja. Sogar wie noch gar nicht auf der Welt, wo bist du doch. Da wollten sie alle. Dann eben fortmachen lassen. Der Victor, der hätte mir so ja Geld dafür angeboten. Und das wird schon jetzt heißen. Ich wollte, dass das Kind lebt. Ich habe für 30 Verschlüsse in die Miete. Ich bin auch nachts. Bin ich für Treppe putzen gegangen.
im Supermarkt. Da ich für die Erdbeere gekleut habe. Und die Genussdreckel. Wir haben darüber gelacht. Der will verstanden die Scheiße gebaut. Er will da nicht anlegen. Er versteht es so, Kind. Und lügen kannst du da nicht? Nee, nee, kannst du nicht machen. Da musst du eben ganz verschwinden. Ja, ja, wie der Welt heißt, wie der Welt heißt. Wie der Welt heißt, wie bis an und wie die weiße Kind. Und in Bayer Knast, ach, die setz ich so wieder vor die Hälfte ab. Und da kann ich dir ja nicht überreden. Ja, da war ich auch ein bisschen mehr leid gewesen, ohne Schlüssel am Bahnhof. Sagt das alle, wie die Mutter in der Fälle, ich meine, das alle, das kannst du nicht. Ja, dass der Adelhard bescheuert ist, das wird sie ja schon selber gemerkt haben. Oh, Rodo, oh, schade, dass ich jetzt tot bin, weißt du. Aber in 2 Stunden, dann stehe ich von den Toten wieder auf. Und als ich das, da könnte der Adelhard von mir und Jungs... Du musst da beherrschen! In 2 Stunden, hast du gesagt, wirst du wieder lebendig? Ja, ja, so.